Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com. Heute geht es um Benutzerkonten und Benutzergruppen und die Möglichkeit, wie du dir schnell und einfach eine Übersicht über alle Benutzerkonten und vorhandenen Benutzergruppen deines Systems anzeigen lassen kannst. Benutzerkonten sind unglaublich wichtig in einem funktionierenden System, ganz besonders wenn mehrere Computer in einem Heimnetzwerk miteinander verbunden sind, um Sicherheitseinstellungen vornehmen zu können. Denn um irgendwelche Berechtigungen auf Dateien oder Ordner zu setzen, musst du mit einem gültigen Benutzerkonto angemeldet sein. Deshalb benötigt jeder, der unter Windows arbeitet, ein Benutzerkonto, mit dem er sich praktisch am System mit einem dazugehörigen Kennwort anmeldet. Nun gibt es verschiedene Ebenen in einem Windows-System, was die Berechtigungen angeht. Je nachdem, was ich machen möchte, habe ich einfache oder administrative Berechtigungen. Beispielsweise zum Öffnen eines Schreibprogrammes wie Word benötige ich nur ganz normale Benutzerrechte. Möchte ich aber ein Programm installieren, dann benötige ich in den meisten Fällen Administratorrechte dazu. Und genau diese Rechte sind unter Windows-System geregelt. Damit dir als Anwender das Ganze nicht zu kompliziert gemacht wird, gibt es schon vordefinierte Benutzergruppen unter Windows, die bestimmte Rechte und Kompetenzen definieren. Also ganz genau bestimmen, was du auf dem System machen darfst und was nicht. Doch zuerst wollen wir uns einmal alle vorhandenen Benutzerkonten und Benutzergruppen anschauen. Dazu öffnest du über die Tastenkombination Windows-Taste und R-Taste. Damit öffnet sich ein Dialogfeld, wo du direkt Systembefehle eingeben kannst, die dann ausgeführt werden, ohne dich erst durch diverse Konfigurationsfenster durchklicken zu müssen. Jetzt gibst du hier folgenden Befehl ein: comp mgmt.msc. Das ist die Computer Management Konsole. Über die Computer Management Konsole erhalten wir ein vorgefertigtes Systemfenster, das uns Informationen über verschiedene Computereinstellungen liefert. Klicke auf OK und es öffnet sich die Computerverwaltung. In der Computerverwaltung kannst du dir verschiedene Informationen zu Rate holen, um Probleme zu lösen oder um einfach nur Informationen über bestimmte Bereiche deines Systems zu erhalten. Heute geht es um Benutzer und Gruppen. Dazu findest du im mittleren Bereich einen Punkt Lokale Benutzer und Gruppen. Wenn du auf den Ordner Benutzer klickst, werden dir im rechten Bereich alle Benutzer angezeigt, die momentan auf deinem System vorhanden sitzen. Also alle lokalen Benutzer, die auf dem Computer vorhanden sind, vor dem du gerade sitzt. Klickst du auf den Ordner Gruppen, werden dir alle Gruppen angezeigt, die dein System schon vorkonfiguriert hat oder die du selber erstellt hast. In diesen Gruppen sind nun wichtige Regeln und Sicherheitsstandards vordefiniert. Wenn du beispielsweise ein neues Benutzerkonto anlegst, ohne diesem Konto spezielle Berechtigung zu geben, dann landet es automatisch in der Benutzergruppe Benutzer. Oder beispielsweise die Gruppe Home Users. Hier werden Benutzer erfasst, die sich in deinem Heimnetzwerk bewegen dürfen. In der Regel sind das alle Benutzerkonten, die du hier auf deinem System angelegt hast. Es ist also ein Grundprinzip bei der Erstellung eines Benutzerkontos, dass dieses in mindestens einer Gruppe vorhanden sein muss. Bei der Installation bzw. bei der Erstellung eines Benutzerkontos werden dir standardmäßig eigentlich nur zwei Sachen angeboten, und zwar die Erstellung eines Benutzerkontos als normaler Nutzer oder die Erstellung eines Benutzerkontos als Administrator. Und entsprechend dieser Einstellung wirst du dann den jeweiligen Benutzer in einer dieser Gruppen finden. Wie du siehst, gibt es hier eine Menge vordefinierter Gruppen, die du für die unterschiedlichsten Zwecke nutzen kannst, aber für den Anfang sind erst einmal nur wenige wichtig. Das ist die Gruppe Administratoren,
Die Gruppe Benutzer und die Gruppe Hauptbenutzer. So, wenn wir das Fenster etwas größer machen, dann findest du auch eine kurze Beschreibung zu jeder Gruppe und ihren Zweck. Ein Benutzerkonto, das als normales Konto angelegt wurde, landet in der Gruppe Benutzer. Und diese können keine wichtigen Änderungen am System durchführen. Dagegen können die Nutzer, die zum Beispiel in der Gruppe Hauptbenutzer sind, schon gewisse Sachen, administrative Sachen durchführen, wie beispielsweise Installationen, die nicht allzu tief in das System eingreifen. Und ganz wichtig ist dann natürlich die Gruppe der Administratoren, die uneingeschränkten und vollen Zugriff auf das System haben und demzufolge alles machen dürfen. Wenn du das Fenster der Computerverwaltung auf Vollbild schaltest, dann kannst du auch die dazugehörigen Beschreibungen für die jeweilige Gruppe durchlesen und erhältst somit erst einmal die wichtigsten Informationen, die zu dieser Gruppe gehören und was diese Gruppe eigentlich im System beeinflussen kann. Wenn du ein neues Benutzerkonto erstellst, das ein ganz normaler Nutzer ist, dann landet das Benutzerkonto in der Gruppe Benutzer. Alle Benutzerkonten, die dieser Gruppe angehören, dürfen allgemeine Arbeiten am PC durchführen, Anwendungen ausführen und zum Beispiel Drucker oder Netzwerkdrucker verwenden. Jedoch haben diese hier eine Menge Einschränkungen, gerade im Bereich der Installation von Programmen. Auch dürfen keine Drucker installiert werden und Konfigurationsänderungen an vielen Systemeinstellungen können die Mitglieder der Gruppe Benutzer nicht durchführen. Möchtest du nun, dass ein Benutzer, der dieser Gruppe angehört, etwas mehr Rechte bekommt, dann musst du diesen Benutzer der Gruppe Hauptbenutzer zufügen. Diese haben schon wesentlich mehr Rechte, ganz besonders im Bereich eingeschränkter Installationen oder der Benutzerverwaltung. Jedoch können auch Mitglieder der Gruppe Hauptbenutzer nur wenige Systemeinstellungen durchführen und Installationen von Programmen durchführen, die tiefer ins System eingreifen. Einem Hauptbenutzermitglied ist es also nicht möglich, ein Spionageprogramm zu installieren, das sich irgendwo tief im System verstecken kann. Möchtest du nun die volle Kontrolle über alle Einstellungen und Installationsmöglichkeiten in deinem System haben, dann musst du bzw. derjenige Benutzer, der das darf, in der Gruppe der Administratoren sein. Alle Benutzer, die dieser Gruppe angehören, haben die höchsten Rechte im System und können somit Systemanpassungen und sämtliche Programminstallationen durchführen. Sie haben auch das Recht, die Benutzerverwaltung anzupassen und sämtliche Änderungen an Sicherheitseinstellungen vorzunehmen. Welche Benutzer nun schon welchen Gruppen zugeordnet sind, das findest du ganz einfach heraus, indem du einfach die entsprechende Gruppe per Rechtsklick anklickst, auf Eigenschaften gehst und dir im mittleren Feld die Mitglieder anschaust. Und schon weißt du, wer volle Rechte in deinem System besitzt. Für ein ganz sicheres System ist es ratsam, sich selbst auch nur als Hauptbenutzer am System anzumelden. Und nur wenn du Installationen oder Änderungen am System durchführen möchtest, verwendest du ein Konto, das in der Gruppe der Administratoren ist und meldest dich mit diesen dann entsprechend am System an. Damit vermeidest du die Möglichkeit, unbeabsichtigt irgendwelche Schadsoftware auf deinem System zu installieren. Lege also am besten ein zusätzliches Administratorkonto an, und zwar unter den Benutzern, und dieses Konto fügst du dann der Gruppe der Administratoren hinzu, indem du es ganz einfach anklickst, dann mit der rechten Maustaste die Eigenschaften auswählst, auf das Register Mitglied von gehst. In dem Fall siehst du, der Benutzer Florian ist als normaler Benutzer und als Home-User
hinterlegt und mit Klick auf Hinzufügen könntest du jetzt hier nach der Gruppe der Administratoren suchen und mit Klick auf OK hast du den Benutzer zu der Gruppe der Administratoren hinzugewählt. Das kannst du nochmal überprüfen, indem du jetzt auf Gruppen klickst und dir die Mitglieder der Gruppe Administratoren anschaust. Und da ist auch der Florian. Jederzeit kannst du diesen natürlich aus dieser Gruppe wieder entfernen, indem du auf den Button Entfernen klickst. Okay. Dann schauen wir uns nochmal den Florian an. Und siehe da, er ist aus der Gruppe der Administratoren verschwunden. Wie du siehst, ist die Verwaltung und die Übersicht der Benutzer und der Gruppen in deinem Windows-System gar nicht so kompliziert. Und du solltest dir wirklich eine kleine Sicherheitsstrategie ausdenken, wie du deine Benutzer in deinem Heimnetzwerk entsprechend den Berechtigungen in den Gruppen organisierst, um ganz einfach ein sichereres System am Laufen zu halten. Und das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Wenn du diese kleinen Vorschläge beherzigst, dann solltest du eigentlich vor bösen Überraschungen geschützt sein, falls noch mehrere Benutzer an deinem Computer arbeiten. Ich hoffe, ich kann dich auch in einem unserer anderen Videos wieder begrüßen. In diesem Sinne, tschüss und viel Spaß noch, Thomas von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com.